explodieren vielleicht später, aber das macht nichts, wir lieben es. 65.000 Rubel bezahlt. Bitte, bitte, helft uns. Привет, друзья, ein kleiner Rückblick für euch. Eine kleine Zusammenfassung. Die letzten Tage beschäftigen wir uns fast nur mit dem Bau unserer Butovka. Obwohl ich sage immer Butovka, es heißt Bytovka, ne? Bytovka. Seht ihr? Das Tiny House nimmt Form an, zumindest die rechte Seite. Die linke lassen wir erstmal unbeachtet. Wir haben beschlossen, die Kinder mit einzusetzen. Momentan leisten die echt super Arbeit. Nebenbei passiert etwas Alltag. Jerome lernt das Autofahren hier auf dem Gelände. Sag Hallo zu Oma und Opa. Hallo Oma und Opa. Zusammen darfst du ein Auto fahren. Noch nicht ganz. Aber ihr kannst es schon. Bis. Oh, Jerome gibt Gas, Jerome gibt Gas. Er hat es eilig. Eigentlich nicht. Er kann auch schon Gänge schalten. Ab und zu. Aber es ist eigentlich gar nicht. Das Wasser beschäftigt uns noch einmal. Wir haben Unmengen an Wasser, oder Andreas? Wir haben sehr viel Wasser. Das Problem ist der feine Sand. Den kriegen wir nicht los. Den werden wir nicht los. Jetzt haben unsere Bohrjungs ein Experiment gewagt und haben einen zusätzlichen Filter eingebaut. Für den haben wir 65.000 Rubel bezahlt. Bitte? Genau. Auf die 50 Meter ist ein Zusatzrohr mit Filter, ne? System, ja. Вторую колонну установили. Вот так вот она выглядит. Сейчас будем устанавливать насос обратно. So, das Ganze hat irgendwie nicht viel gebracht. Nee, es hat ein bisschen was gebracht. Aber die Filter, der graue Staub oder der blaue Staub, der verstopft die feinen Filter und jetzt haben wir genau. Dann haben die Jungs etwas Strandsand mitgebracht und haben zwischen diese Filterrohre noch Sand eingefügt. Jetzt haben wir super sauberes Wasser, ne? Echt sauber, dafür kommen welches da. Also kommen zwischendurch immer mal wieder die Bohrjungs und kontrollieren das Ganze. Suchen nach Lösungen. Jetzt wurde beschlossen, wenn es sich nicht verbessert, was es wahrscheinlich wirklich nicht tut, bohren die Jungs einfach nochmal mit einem größeren Rohr und das Ganze dann für umsonst, weil das Experiment eben nicht gelungen ist und das Verständnis da ist, dass das Wasser eben ja auch da ist. Es muss einfach nur die passende Filteranlage her.
So mit Glück im Unglück. Wasser ist, wie gesagt, echt eine Menge da. Wir haben so viel Wasser. Das ist so toll. Und es scheint auch, dass die Idee mit dem Sand gar nicht verkehrt ist. Und sauberes Wasser wird es auch geben. Es lenkt nur etwas ab, ne? Es raubt so ein bisschen Zeit. Aber Wasser ist sehr wichtig. Und es ist eben noch nicht abgeschlossen. Die rechte Seite ist schon einbetoniert. 1, 2, 3 und los. Ja. Das lächelt ja, ne? Wie so ein Ding. Und ganz langsam. Ah, das war schon ein Schatten. Und zwar haben wir jetzt schon 1, 2, 3, den vierten Gasbetonstein. Die explodieren vielleicht später, aber das macht nichts, wir lieben Special Effects. Mal gucken, auf wessen Seite. Auf unserer Elternseite oder auf Jeromes und Junos Seite. Wo passiert die erste Explosion? Prognosen? Go Ost! Ist das? Nein. Nein. Na gut, wir machen weiter. Nach Plan aufgestellt. So langsam fügt sich das. Die deutschen Schlappen machen nicht mehr mit. Freunde. Gummilatschen. Andreas braucht Gummilatschen. Bitte, bitte, helft uns. So, alles, was noch diese Tage Spannendes passiert ist oder auch nicht so Spannendes, das seht ihr dann jetzt. Und sollte das nicht, dann kommt Musik. Jetzt muss ich auf Joseph aufpassen, weil die Kinder arbeiten wollen. Mann. Joseph, bist du nackig im Auto? Ah! Ich passe schon auf, schon, danke. Ich nehme ihn raus. Blendest du ein, wie du Auto gefahren bist? Doch, hier schon, das ist doch Privatgelände. Ich bin Lenker. Du bist der Lenker.